Oh. Hast du schon mal gesprüht, noch nie? Nicht wirklich, also vereins. Ein, zwei Mal oder so hatte ich schon eine Sprühdose in der Hand. Aber dann wird's mal Zeit, ne? Ich hatte die Ehre, heute mit drei von den Besten unterwegs zu sein und sie mal kennenzulernen und einen Einblick zu bekommen, wie sie arbeiten, was sie motiviert. Das war echt sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, hält fast. Ja. Ja, ihr werdet sie jetzt kennenlernen. Viel Spaß. Chemie war einfach schon immer mein Steppenpferd und das Kleine von Grund auf irgendwie zu untersuchen, das fasziniert mich einfach und wie das alles funktioniert und ja, ich weiß nicht, so Forschung und Entwicklung, so, das Interesse war schon immer da, ja. Du streichst dann Streichfarbe. Ja, genau, das war jetzt einfach so ein Beispiel, aber ja. Genau, wir haben auch Additive, die kann man in Kunststoffe einarbeiten und in Klebstoffe haben wir auch Additive, was sowas ist, also wenn man zum Beispiel eine Decke streicht, dass dann nicht die Farbe wieder auf einen quasi runtertropft, dass sie dann auch da passend ist. Beim Sprühen auch, ne? Also ja, genau. Oft sieht das dann bei Temperaturen verhält, ne? Dass sie zum Beispiel im Winter dann immer viel flüssiger werden, die Farben aus dem Sprüh, also jetzt aus dem Sprühdosen. Ich war schon immer Naturwissenschaften begeistert, auch schon in der Schule damals. Querbeet durch die Physik, alles über Mechanik, Thermodynamik, Schall. Mal so, die eine Rupie, die ist jetzt hat vielleicht einen Marktwert von eigentlich 0,02 Cent. Ja. Da sieht man den Kopf. So, und das Analyseergebnis ist halt, jetzt haben wir 92,6% Silber. Ach, krass. Okay. Und 7% Kupfer in der Münze. Ja. Also dafür sind eigentlich unsere Geräte da. Genau, den schon mal ein Stück, den stellen wir gleich ein. Also, ne, wie gesagt, das ist am Ende viel Übungssache. Wenn man weit weg geht, passiert das. Je näher man dran geht, desto dünner wird die Linie. Ich habe ungefähr so den. Was glaubst du, warum du mit zu den Besten gehörst? Oh Gott. weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich mache meinen Job gerne. Ich glaube, das merkt man. Ja, das merkt man. Ich glaube, das macht schon viel aus. Also gerade jetzt, ich kann nur von meiner Abschlussprüfung reden. Ich hatte einfach so einen Spaß bei der Prüfung. Wir mussten Gäste bedienen, haben da vollkommen einen Service gemacht, natürlich auch mit Fachfragen. Aber ich hatte so einen Spaß daran und wollte dann, weil ich mich auch natürlich auf Thema Wein ein bisschen mehr fokussiert habe, habe dann versucht, die Gäste noch so ein bisschen vom Wein zu überzeugen, habe den versucht, den Wein anzudrehen, haben die auch angenommen, waren super begeistert hinterher. Ja, aber das sind jetzt sind nur die Weißweine, ne? Ja. Hier haben wir natürlich auch was Schönes. Geht es dann eher im roten Game oder an der Wasser Champagner? Dom Perignon. Nee, aber hier sind nur so Weißweine, Schaumweine. Das wäre dann was, also das kannst du dir in Zukunft vorstellen, da in die Richtung auch weiterzumachen. Geil, finde ich auch voll Story. Die Leute müssen genau den Hintergrund, wie viel Aufwand das ist, wie viel Liebe da so drin steckt. Ja, alles unter Kontrolle. Läuft, wie es laufen muss. Vor 3 Jahren hat hier mal eine praktische Prüfung stattgefunden. Das hängt immer davon ab, wie viele Prüflinge es quasi gibt und was die Räumlichkeiten hergeben. Meine Zwischenprüfung, die praktische, war auch sehr schön, mit 32 Grad. Ja, und dann noch der Bauchkittel und Masken hatten wir da ja auch noch auf. Also es war doch schon erschwerte Bedingungen, sag ich mal. Also hier. So machen die krassen Leute. Ich glaube, jeder hat irgendwo seine Stärken und Schwächen in seinem Job, die einem Freude bereiten oder vielleicht manchmal auch nicht, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir motiviert bleiben, Spaß am Job haben und ich glaube, der Rest klärt sich dann auch von selbst. Das ist so das Wichtigste. Gar nichts getroffen. Oh. Ja.